Muss für Geimpfte alles werden wie vor der Pandemie? In Deutschland gelten für sie zum Beispiel keine Kontaktbeschränkungen mehr. Warum werden ihre Grundrechte weniger beschnitten? Ist das gerecht? Immerhin konnte sich die Mehrheit der Menschen noch nicht vollständig impfen lassen. Oder muss der Staat sogar noch mehr Möglichkeiten für Geimpfte schaffen? Und was ist eigentlich mit Genesenen? Wir haben recherchiert. Grundrechte sind Abwehrrechte der Menschen gegenüber dem Staat. Sie stehen in unserer Verfassung, im Grundgesetz. Durch Corona wurde es nicht außer Kraft gesetzt und die Grundrechte wurden den Menschen auch nicht weggenommen. Aber Grundrechte gelten nie ohne Schranken. Schon weil durch die Ausübung eines Grundrechts die Rechte anderer betroffen sein können. So endet die Meinungsfreiheit zum Beispiel da, wo Beleidigungen anfangen. Wenn der Staat Grundrechte einschränken will, braucht es dafür zunächst ein legitimes Ziel, also einen guten Grund. Außerdem müssen die Corona-Maßnahmen verhältnismäßig sein. Das heißt vor allem geeignet sein, das Ziel zu erreichen. Der Gesundheitsschutz der Bevölkerung ist zum Beispiel ein solcher Grund. Denn alle haben das Recht auf Leben und körperliche Unversehrtheit. Auch das ist ein Grundrecht. Und der Staat hat die Pflicht, dieses zu schützen. Dass Grundrechte eingeschränkt werden, ist nichts Neues. Die Gurtpflicht im Auto ist zum Beispiel eine Einschränkung der freien Entfaltung der Persönlichkeit. Solche Einschränkungen von Grundrechten sieht das Grundgesetz selbst vor. Die zentrale Frage ist, wann geht der Staat zu weit? Gerichte haben auch in der Pandemie viele Maßnahmen überprüft und einige Einschränkungen gekippt. Fakt ist aber auch, so stark wie jetzt wurden unsere Grundrechte noch nie eingeschränkt. Ist es also richtig, dass die Corona-Maßnahmen für Geimpfte weitgehend zurückgenommen werden, weil der Grund für sie entfällt? Entscheidend ist die Antwort auf die Frage, können Sie noch andere anstecken? Es kann vorkommen, dass Geimpfte sich noch infizieren. Sie haben dann aber in der Regel sehr milde Verläufe. Doch auch Infizierte ohne Symptome können andere anstecken. Wie oft solche symptomlose Infektionen nach einer Impfung noch vorkommen, dazu gibt es inzwischen zu allen in Deutschland zugelassenen Covid-19-Impfstoffen, zumindest erste, vielversprechende Daten. Der BioNTech-Impfstoff beispielsweise soll Infektionen ohne Symptome nach der zweiten Impfung zu rund 90% verhindern. Das Mittel von AstraZeneca soll symptomlose Infektionen schon nach der Erstimpfung um rund 67% verringern. Allerdings wurde diese Untersuchung noch nicht unabhängig überprüft. Für den Moderna-Impfstoff gibt es eine Modellrechnung, die die Ansteckungsrate nach der ersten Impfung schätzt. Die Studie kommt zu dem Ergebnis, dass diese um mindestens 61% verringert wird. Aber auch diese Untersuchung wurde noch nicht gegengeprüft. Die Studienlage zu diesem Thema ist also noch etwas bruchstückhaft. Darüber hinaus gibt es aber Studien, die sich mit der Viruslast von infizierten Geimpften beschäftigt haben. Das Ergebnis: Sie tragen im Durchschnitt weniger Virus in sich als Ungeimpfte. Und die Infektiosität hält nicht so lange an. Zusammenfassend schreibt das Robert-Koch-Institut deshalb: Aus Public Health-Sicht erscheint das Risiko einer Virusübertragung durch Impfung in dem Maß reduziert, dass Geimpfte bei der Epidemiologie der Erkrankung keine wesentliche Rolle mehr spielen. Das RKI betont allerdings auch, dass eine Virusübertragung nicht komplett ausgeschlossen ist. Geimpfte sollen deshalb trotzdem Maske tragen, Abstand halten und auf Hygiene achten. Reichen diese Erkenntnisse aber für Lockerungen für Geimpfte? Juristinnen und Juristen sind sich relativ einig. Mit der Aussage des RKI dürfen die schweren Grundrechtseingriffe für Geimpfte nicht mehr aufrechterhalten werden. Warum, erklärt Anna-Katharina Mangold, Professorin für öffentliches Recht. Weil die Grundrechte nicht etwas sind, was eine Wohltat des Staates sind, die der Staat verteilt, sondern etwas, was den Einzelnen von Natur aus zusteht. Das heißt, dass auch der Staat sich für jede Einschränkung immer rechtfertigen muss. Und in dem Moment, wo von Menschen keine Gefahren mehr ausgehen, kann das eben auch nicht mehr gerechtfertigt werden, dass ihnen nach wie vor ihre Grundrechte vorenthalten werden. Denn die Einschränkungen der Grundrechte sind dann nicht mehr erforderlich, um die Gesundheit der Bevölkerung zu schützen. Das heißt aber nicht, dass Geimpfte vom Staat fordern können, dass extra für sie Schwimmbäder, Restaurants oder Clubs wieder öffnen dürfen. Aber zum Beispiel die Aufhebung der Kontaktbeschränkungen musste aus rechtlicher Sicht wohl sein. Ein Großteil der Bevölkerung konnte aber noch nicht vollständig geimpft werden. Ein Nachteil. Und jetzt müssen diese Benachteiligten zusätzlich auch noch länger mit Einschränkungen leben als die Geimpften. Die meisten Deutschen sehen das kritisch. 55% wollen zwar Lockerungen für Geimpfte, aber davon wollen die wenigsten, dass sie sofort in Kraft treten.
48% sagen sofort, aber 51% sagen, die Lockerungen sollten erst greifen, wenn mehr Menschen ein Impfangebot konkret bekommen haben. Und wenn man diese beiden Balken kombiniert, kommt man am Ende drauf, dass also eine Mehrheit der Bürger zum jetzigen Zeitpunkt Lockerungen für Geimpfte und Genesene nicht für richtig hält. Die Lockerungen könnten also zu einer Spaltung der Gesellschaft führen, warnt der Philosoph Stefan Gosepart. Ich bin bereit, ich denke, das gilt für andere auch, ich nehme mich jetzt hier pars pro toto als einer für andere, ich bin bereit, meinen solidarischen Anteil zu tun und in gewisser Weise Opfer zu bringen, auf meine Freiheiten zu verzichten, wenn ich den Eindruck habe, das ist sinnvoll und alle anderen tun das auch. Wenn ich das Gefühl habe, die Nachbarn machen Väter ohne Ende und ich bin der Doofe, der zu Hause sitzt, dann habe ich das Gefühl, das ist jetzt irgendwie ungerecht. Andersrum könnte man fragen, was hätten die Nicht-Geimpften davon, wenn auch die Geimpften zu Hause sitzen müssten, obwohl von ihnen kaum eine Gefahr mehr ausgeht. Oder davon, dass Geimpfte in einem Pflegeheim immer noch nicht zusammen Mittag essen dürften. Bei der Maskenpflicht sieht das anders aus, denn eine Aufhebung für sie wäre schwierig. Dann müsste die Polizei, die das kontrolliert, in jedem Einzelfall gucken, ist das jetzt eine Person, die geimpft ist und die erlaubtermaßen die Regeln nicht einhält. Und hier würde ich sagen, dass das Kontrollbedürfnis, dass diese Regeln, die ja für viele Menschen nach wie vor extrem wichtig sind, dass dieses Kontrollbedürfnis rechtfertigen kann, dass auch Geimpfte und steril Immune nach wie vor Masken tragen müssen und auch Abstandsgebote einhalten müssen. Eins ist klar, auch Corona-Schnelltests bieten keine vollständige Sicherheit. Laut dem Virologen Christian Drosten von der Berliner Charité schlagen sie nur an 5 von 8 infektiösen Tagen an, weil sie nicht besonders empfindlich sind. Das Robert-Koch-Institut schreibt deshalb: Nach gegenwärtigem Kenntnisstand ist das Risiko einer Virusübertragung durch Personen, die vollständig geimpft wurden, spätestens zum Zeitpunkt ab dem 15. Tag nach Gabe der zweiten Impfdosis geringer als bei Vorliegen eines negativen Antigen-Schnelltests bei symptomlosen infizierten Personen. Was mit negativem Testergebnis möglich ist, muss also auch mit Impfnachweis erlaubt sein. Aber zum Beispiel private Treffen sind für Geimpfte jetzt ohne Einschränkungen erlaubt. Ein negativer Corona-Test bringt da für Ungeimpfte keine Erlaubnis. Führt die Ungleichbehandlung von Geimpften und Nichtgeimpften also vielleicht zu einer Impfpflicht durch die Hintertür? Es gibt Menschen, die die Corona-Impfung ablehnen. Wenn Grundrechte vom Staat eingeschränkt werden, entsteht dadurch aber ein Druck, sich impfen zu lassen, jedoch keine Pflicht. Ja, es ist indirekt ein Druck, aber einer, der völlig, meines Erachtens völlig in Ordnung ist. Ja. Es ist nur keine Pflicht, also das ist wichtig. Wer dann eben die Privilegien, die sogenannten Privilegien nicht nutzen will, der muss ja nicht. Ja. Man muss eben abwägen, die Tatsache, sich nicht impfen zu lassen, hat eben ökonomisch gesprochen Kosten. Und das sind die Kosten. Es wird aber einen Zeitpunkt geben, an dem so viele Menschen immun sind, dass der Staat die Grundrechte für alle, also auch die Ungeimpften, wieder ohne Corona-Einschränkungen gewähren muss. Bei Privatunternehmen ist das etwas anders. Zum Beispiel Restaurants oder Cafés dürfen nach der jetzigen Rechtslage für sich entscheiden, ob sie nur Geimpfte empfangen wollen. Aber natürlich nur dann, wenn sie überhaupt öffnen dürfen. Grundsätzlich steht es Vertragsparteien immer frei, die Bedingungen ihrer Vertragsschlüsse zu regeln. Und das bedeutet auch, dass jene, die Dienstleistungen anbieten, bestimmen dürfen, unter welchen Bedingungen sie die Dienstleistungen anbieten. Außer es gerät an die Grenze der Diskriminierungsverbote. Das Allgemeine Gleichbehandlungsgesetz verbietet Diskriminierungen zum Beispiel aufgrund von Hautfarbe, Religion oder Geschlecht. Ob jemand geimpft ist oder nicht, fällt zumindest bisher nicht darunter. Viele Unternehmen werden zwar wohl nicht auf ungeimpfte Kundschaft verzichten. Möglich wäre aber zum Beispiel, dass Fluggesellschaften einen Impfnachweis von Passagieren fordern, wenn manche Länder auf den Impfstatus bestehen. Die EU arbeitet dafür gerade an einem gemeinsamen digitalen Zertifikat. Und die Genesenen, könnten auch sie von so einem Pass profitieren? Ja, denn auch bei einer Covid-19-Infektion bilden wir Antikörper gegen das Coronavirus. Wie stark die Immunität ist und wie lange sie anhält, ist individuell unterschiedlich. Aber man geht davon aus, dass Genesene in der Regel mindestens ein halbes Jahr lang keine neue Infektion zu befürchten haben. Daher sind Grundrechtseinschränkungen auch für Genesene nur noch bedingt vertretbar. Werden Sie 6 Monate nach Ihrer Erkrankung nicht geimpft, müssen Sie aber wieder mit mehr Grundrechtseinschränkungen leben, genauso wie andere Ungeimpfte.
Unterschiedliche Möglichkeiten für verschiedene Gruppen sind aus sozialer und ethischer Perspektive problematisch. Wenn aber der Grund für die Einschränkungen der Grundrechte wegfällt, darf der Staat sie nicht weiter aufrechterhalten. Wir wissen, dass Geimpfte deutlich weniger Menschen anstecken als Ungeimpfte. Aber es ist auch nicht komplett ausgeschlossen. Welche Meinung hast du zu diesem Thema?